Ja, moin, moin Leute, willkommen bei Mutti zu Hause. Ja, es regnet, schlechtes Wetter, aber ich habe eine Macht dabei heute. Ich werde direkt am Anfang mal sagen, ich bin kein Virtuose an der Taschenlampe. Das bedeutet, ob ich hier die Saves hinbekomme, das wird sich definitiv zeigen. Ich hole mir jetzt mir die 600 Punkte, das Setup ist sonst wieder identisch. Nervenkitze der Jagd. Dann gehen wir mal davon aus, dass der Killer mindestens zwei Totem-Perks dabei hat. Und wir können hier dann zumindest schon mal ein bisschen die Dauer senken, die man für ein Totem braucht. Gut, danach gehen wir hier an den Generator. Da wird dann wahrscheinlich Ruin drauf sein. Aber hier kann eigentlich kein Totem mehr in der Nähe sein, deswegen egal. Alles klar. Das Schweinchen. Okay. Interessant. Da ist offen, verdammt. Wie nah ist sie? Nicht nah. Weit weg sogar. Da ist offen. Oh, sie hat's gesehen. Schade. Ich dachte, ich schlag mal eine andere Rute ein. Hallo, Freunde. Hallo. Schweinchen. Amanda. Oh. Come on. Puh, jetzt aber hier. Bam, da ist sie geblendet worden. Da kommt sie. Gut, zweiter Generator ist fertig. Oh, sie hat wen anders erwischt. Warum Nervenkitzel der Jagd, wenn scheinbar kein Ruin drauf ist? Also es sieht doch so aus, als wäre kein Ruin drauf, oder Leute? Ist hier irgendwo jemand? Dann sollten wir zusehen, dass wir die anderen Dinger alle wegbekommen. Ich heile mich mal eben selber. Da unten wäre jemand. Hat natürlich eine Falle drauf bekommen. Okay. Im Moment konnten wir sie hinhalten, immerhin. Ah, shit. Ich überlege, ob ich mich nicht ganz hochheile. Wegen hartem Nehmen. Obwohl sie natürlich auch unsichtbar ankommen könnte. Aber dann gucken wir dumm aus der Wäsche. Da unten ist noch ein Totem. Wir machen die Dinger mal weg. Wir machen den Weg frei. Also sie wird bestimmt sonst nöt oder irgendwie sowas haben. Warum sollte sie sonst... Okay, das war ein Tausch. Warum sollte sie sonst den Nervenkitzel drauf haben? Das ist halt die Frage. Ah, beide down, AGG. So, wir haken da ab. Komm da mal runter. So, pass auf, jetzt machen wir. Schade, ich wollte einen Move machen da. Dass sie denkt, so jetzt hole ich mir den Grants. Und dann zack, hart im Nehmen. Naja, gut. Nervenkitzel. Ist gar nicht so wichtig, dass wir den Nervenkitzel dann finden. Wenn kein Ruin drauf ist, dann ist es ja wirklich nicht so wild. Dann ist es wichtiger für uns, dass wir die anderen beiden Totems jetzt noch finden, bevor der letzte Gen angeht. Meiner Meinung nach zumindest. Hä, wie hat sie den jetzt erwischt? Den muss sie irgendwo weggezogen haben oder so. So, sie hat eben gecampt, oder? Oder der andere ist halt so hingeprescht, dass sie es gesehen hat. Mache ich den Generator erst? Ich glaube, ach, dann ist er schon in Stufe 2. Ich schau mal, ob ich helfen kann. Oder ob sie halt, da ist sie. Oh shit, Alter. Beide gehen hin. Ich helfe dir gleich, Süße. Oder dir, meinetwegen auch.
Aber ich mache eben das Totem. Boah, wenn sie jetzt noch Thanatophobie hätte. Also, wenn du willst, helfe ich dir. Bitteschön. So, ich möchte erstmal keine Hilfe. Drei sind fertig. Ich kann jetzt wieder hinrennen. Ich gehe jetzt erstmal wieder an den Generator, ey. Drei Generatoren sind fertig. Wir machen hier den vierten gleich. Wir selber waren noch nicht down. Okay, ich bin gespannt, ob die Taktik, die wir hier haben, was bringt. Oh, da ist jemand. Komm her. So, ich möchte aber nicht geheilt werden. Was macht die denn? Hat der einen Strike oder was? Und die hat Angst? Wahrscheinlich. So. Ich will nicht. Okay. Ja, weil so kann ich einmal hart im Nehmen machen, mich hochheilen und dann sie noch länger juken. Das ist halt meine Hoffnung. Kann sein, dass ich es gnadenlos verkacke, das wird sich dann zeigen. Es wäre eigentlich total nett, ne, wenn du helfen würdest. Möchten sie nicht helfen? Dann doch, ne? Ne? Geht er helfen oder nicht? Boah, der letzte Generator. Leute, das Problem, ihr wisst, was das Problem ist. Nervenkitzel der Jagd nennt sich das Problem. Gepaart mit wahrscheinlich Nöd. Ah, sie ist da ganz hinten. Okay, mach du. Ich schaue, ob ich Nöd oder Nervenkitzel der Jagd finde und dann sind wir eigentlich raus. Aber warum Nervenkitzel der Jagd mitnehmen, wenn man nichts anderes mit hat? Das ergibt halt keinen Sinn. Deswegen normal müsste doch jetzt die Nöd-Klatsche kommen, Leute. Ich kann das nicht, ne? Bitte verurteilt mich nicht, wenn ich es jetzt verkacke. Naja, von der Seite sowieso nicht. Shit. Kein Nöd. Nix. Das wird nix. Okay, raus hier. Oh Gott. Die schaffen's, oder? Nee. Zweite Chance, aber sie guckt in die falsche Richtung. Ah doch, jetzt guckt sie in die richtige. Da bekommt eine Falle rauf. Okay. Oh shit, der ist auch noch down. Wenn sie den aufheben will, ich kann es nochmal probieren. Ne, ist zu weit weg. Schaffe ich gar nicht. Ha! Eine Taschenlampe auf Grants, ey. Ist nicht so toll, ne? Ich mach's zu selten einfach. Ich habe keine Übung da drin. Bin leider kein Salty Survivor Main. Scheiße, der ist down. Warte mal.
Sollten wir es schaffen. Es sei denn, sie hat jetzt die aufgezählte Hoffnung, dann gucke ich aber dumm. Achso, warte, ich gehe raus. Der andere könnte ja bei der Luke sein. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der andere dann irgendwie durch die Luke rausgeht. Eieiei, ey, weird. Puh, das üben wir nochmal. Na, wie gesagt, der Winkel, ich hätte noch weiter nach vorne gemusst, aber ich war auch verletzt. Vielleicht hätte ich mich erst hochheilen sollen. Aber ja, hätte, ne? Am Ende ist man immer schlauer. Kittekat, ich hoffe, du schaffst es noch raus. Ne? Ja, sie hatte kein... Verstehe ich nicht. Wollte sie wirklich nur entweder Stress machen oder die Bonuspunkte haben? Keine Ahnung. Sie hat Pirscher gehabt, den Henkersstreich und den eisernen Griff. Und wir können eben schauen. Also sie versucht nicht, die Luke zu bekommen. Interessant. Ich meine, die Map ist groß. Oh, GG. Kann sich leider nicht selber heilen. Aber kommt raus. So sieht's aus. Ja, sieht auch gut aus, Leute. Oh Gott, Mini-Lags. Okay, schönes Ding. Alle Leute sind in... Nee, einer nicht. Einer ist gestorben, richtig? Ja, einer ist gestorben. Und wir anderen sind alle raus. Okay. GG, schöne Runde. Alles klar. Ich bin auch raus, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wie immer, ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Kloppt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.